Hallo und willkommen auf Werkstatt TV. Heute kümmern wir uns mal um einen etwas kleineren Patienten. Der Kymco KB50 hält die Leerlaufdrehzahl nicht und geht in kalten Zustand, sobald man vom Gas geht, aus. Wenn der Motor warm ist, gibt es keine Probleme. Das liegt höchstwahrscheinlich am Kaltstartregler oder auch E-Choke genannt. Diesen wechseln wir jetzt. Viel Spaß beim Zusehen. Los geht's. Das Ganze ist im Prinzip keine große Sache. Wir entfernen die Sitzbank, den Koffer und dann das Helmfach, das direkt über dem Motor sitzt. Dann suchen wir uns den Vergaser, in dem steckt der Kaltlaufregler, wir lösen die beiden Schrauben des Kaltlaufreglers, trennen die elektrische Verbindung und ziehen ihn einfach raus. Das war auch schon der ganze Ausbau. Jetzt nehmen wir uns den neuen Kaltlaufregler und bauen ihn in umgekehrter Reihenfolge ein. Anschließend können wir alles schon wieder zusammenbauen. Jo Leute, das war's auch schon wieder. Der Kaltlaufregler ändert, einfach gesagt, das Verhältnis zwischen Kraftstoff und Luft bei der Verbrennung, wodurch der Motor schneller warm laufen kann. Früher gab es dazu einen Hebel, den sogenannten Choke. Heute macht auch das die Elektronik. Wer jetzt noch nicht genug von uns gesehen hat, der klickt entweder hier links auf unser letztes Video, dem Nachfüllen des Dieseladditivs bei einem Ford Focus, oder aber auf der rechten Seite, wo wir das Radio eines Ford S-Max tauschen. Wer uns jetzt zum ersten Mal sieht, klickt hier oben auf Abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Zusehen, bis nächste Woche Freitag, 18 Uhr, hier auf Werkstatt TV.